Ja, ich dachte eigentlich, der Drops wäre gelutscht, ich wäre raus und dann brauchte ich doch noch den dritten Text. Tut mir leid. Der Blondfluch. Ich bin von Natur aus hellblond. Oder auch, wie mal jemand zu mir sagte, leuchtraketenblond. Ich mag meine Haarfarbe und möchte sie nicht missen. Andere geben beim Friseur viel Geld aus, weil sie genau so eine Haarfarbe haben möchten. Es gibt auch viele Situationen, in denen ich ganz bewusst das naive Blondchen raushängen lasse. Es macht das Leben einfacher, wenn man unterschätzt wird. Je älter ich werde, desto schmerzfreier werde ich in der Beziehung. Als ich kürzlich mit meinem Kulturfreund im Theater war, wollte er in der Pause ganz gentlemanlike Getränke holen und stellte sich brav am anderen Ende des Foyers in die Schlange. Ich schüttelte den Kopf und bemerkte, dass wir nie im Leben bis zum Ende der Pause unsere Getränke hätten. Daraufhin drückte er mir Geld in die Hand und sagte, mach's besser. Ich schlug mich in die Menge und kehrte 2 Minuten später mit Getränken in der Hand zurück. Es ist als Blondine nämlich ganz einfach. Man sucht sich vorne in der Schlange einen Mann aus, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass ihn eine Frau überhaupt bemerkt, sehr gering ist und lächelt ihn an. Der Herr ist im Normalfall so dankbar, dass er zurücktritt und schon ist man ganz vorne in der Schlange. Kosten ein Lächeln. Wenn ich im Supermarkt mal wieder nicht an meinen Joghurt komme, weil er immer ganz oben im Regal steht, steht unter Garantie mindestens ein hilfsbereiter Mann neben mir und hilft mir. Manchmal ist dies jedoch recht anstrengend, wenn man einfach nur schnell einkaufen will und der Mann einen mit verklärtem Blick anschaut und haucht 0,1% Fett. Genau den Joghurt nehme ich auch immer. Wenn ich überlege, wie oft ich diese Aussage gehört habe, müsste theoretisch jeder zweite Mann in Bochum fettarmen Naturjoghurt essen. Doch diese ganzen kleinen Vorteile haben einen hohen Preis. Der Blondfluch. Ich ziehe durch meine Haarfarbe immer wieder die merkwürdigsten Männer an. Im internationalen Ranking der Katastrophendates stehe ich ganz vorne an erster Stelle. Auf den Satz, das war das schlimmste Date meines Lebens, habe ich die Patentrechte. Da wäre zum Beispiel der Straßenbahnfahrer aus Essen. Er jammerte die ganze Zeit darüber, wie anstrengend doch sein Job sei und ich es als Erzieherin doch so gut habe, da ich ja den ganzen Tag mit den Kindern nur spielen würde. Ich wies ihn dezent darauf hin, dass sein Job wäre, als würde man den ganzen Tag Marienkäferbahn fahren und dass ich jeden Tag alleine in meiner Gruppe bin mit 26 Kindern im Alter von 2 bis 6 Jahren. Er entgegnete, dass das doch total toll sei, da ich dann ja ganz viele Kinder zum Spielen hätte. Ich bestellte mir ein Glas Wein für die Nerven und dachte mir, ach, urteile nicht so schnell über Menschen, der Abend kann nur besser werden. Wurde er natürlich nicht. Als ich zur Toilette ging, gab er die Bestellung auf. Seine. Ich bewahrte Ruhe und wies ihn darauf hin, dass ich noch nicht gewählt hätte und noch bestellen müsste, wir also folglich unser Essen nicht zeitgleich erhalten würden. Er zuckte mit den Schultern, er habe halt Hunger. Zähneknirschend wählte ich rasch und bestellte. Wir befanden uns in einer Pizzeria und er fragte mich, warum ich denn eine Pizza bestellen würde. Bei meiner Figur sollte ich doch lieber einen Salat nehmen. Spätestens an dieser Stelle hätte ich aufstehen und gehen sollen. Aber leider bin ich zu gut erzogen und hielt bis zum Ende des Essens durch. Zur Belohnung durfte ich das Essen, zu dem er mich eingeladen hatte, selber bezahlen. Schön war auch der Bauingenieur aus Recklinghausen, der mir in den ersten 10 Minuten des Dates klar machte, dass er über Nacht bei mir bleibt. Auf mein verstörtes, warum? Entgegnete er, dass ich ja sowieso mit ihm schlafen würde, weil er so ein toller Typ sei. Deswegen bräuchten wir auch nicht damit warten und unsere Zeit mit Kennenlernen vertrödeln, sondern könnten auch direkt zur Sache kommen. Diesmal blieb ich nicht zum Essen, sondern ging direkt nach Hause. Alleine. Aus einer Eisdiele bin ich auch schon geflüchtet. Es war ein lauer Sommertag, ich hatte offene hohe Schuhe an und hatte mich aufgehübscht. Es war ein richtig nettes Date. Ich habe viel gelacht, er war gut aussehend und intelligent. Er machte mir Komplimente. Und dann kam der Moment, in dem er mich fragte, ob er in der Eisdiele an meinem Zeh nuckeln dürfte. Ich hätte ja so wunderhübsche Füße und er als Fußfetischist würde dadurch total angeturnt werden. Ich habe noch nie so schnell eine Eisdiele verlassen.
Einmal bin ich mit einem Musiker ausgegangen, der es tatsächlich sogar bis zu einem Kuss geschafft hat. Er fragte mich, ob wir uns am nächsten Tag wiedersehen könnten. Er würde seine Gitarre bei mir stehen lassen, damit ich mir sicher sein könnte, dass er wiederkommt. Ach, das war so süß verkitscht. Leider hat dies in der Nacht seine Ehefrau rausbekommen, von deren Existenz ich noch nichts wusste. Und er musste den Kontakt zu mir abbrechen, da sie ihm damit drohte, dass er seine Tochter, von deren Existenz ich ebenfalls nichts wusste, sonst nie wiedersehen würde. Seitdem besitze ich eine 400 Euro teure Konzertgitarre, da der Herr zu feige war, sie abzuholen. Dabei kann ich gar nicht Gitarre spielen, aber dafür scheinbar gut küssen. Immerhin hätte er sonst nicht die Gitarre dagelassen, oder? Von einem Kfz-Mechaniker aus Essen habe ich von vornherein keine anspruchsvolle Konversation erwartet. Aber er war süß und mein Auto ist 9 Jahre alt. Warum nicht auch mal praktisch daten? Er ist in die Geschichte eingegangen als der stumme Junge. Ich weiß bis heute nicht viel über ihn, da er scheinbar nur gelernt hat zu sagen, wie er heißt, was er beruflich macht und dass er Rot-Weiß-Essen-Fan ist. Natürlich hatte ich auch mal ein sportliches Date und war mit einem netten Herrn Inlineskaten. Wir machten in der Sonne eine Pause, um ein Eis zu essen, und er betrachtete meine Beine. Da ich naturblond bin, werde ich auch nicht braun. Ich bekomme höchstens kurzzeitig ein gesundes Rot und bin am nächsten Tag wieder weiß. Deswegen sieht man unter Umständen auch wunderbar meine Adern durch die helle Haut scheinen. Und er sagte einen Satz, mit dem er sich alles versaute. Deine Beine sehen aus wie Google Maps. Merkwürdigerweise werde ich auch sehr oft von weitaus jüngeren Männern angesprochen, was sehr ermüdend ist. Zumal diese den Satz, hör mal, wenn wir in Herne-Baukau leben würden, könnte ich vom Alter her deine Mutter sein, eher als Herausforderung nehmen und noch hartnäckiger werden. Erst letzte Woche sprach mich ein Jüngelchen von Anfang 20 beim Einkaufen an. Mein Kollege sagt, er hat Herzschlag, wenn er dich sieht. Ich hab normales Herz, aber es bekommt mehr Schläge. Ja, dachte ich, Schläge kannst du haben, und drehte mich wortlos weg. Mit blonden Haaren kann man sich wirklich nicht darüber beklagen, dass es an Männern mangelt, die mit einem ausgehen möchten. Aber der Blondfluch lässt leider nur Schwachmaten mit dem Reiz eines Pflastersteins, den man sich selbst vor den Kopf haut, zu mir durch. Ich habe das Daten aufgegeben. Vielleicht kommt ja eines Tages der Prinz und erlöst mich von diesem Fluch. Aber bis dahin bleibe ich lieber alleine und unternehme Dinge, die wirklich Spaß machen. Oder ich gehe mit dem netten Lehrer aus, den ich letztes Wochenende kennengelernt habe.